vorschriftsmäßig ein Kondom, im Volksmund auch Gummi genannt, anlegt und was man als Frau tun kann, wenn so ein Ding im Eifer des Gefechts mal platzt. Also das ist ganz einfach, ich erkläre es dir mal. Die meisten sagen, oh, das Flüssige ist ja innen. Ja. Das ist der größte Fehler. Ich muss das mir auch angucken. Außen hat das Teil nämlich diese Flüssigkeit, wie du siehst. Das Glitschige. Ja, das Glitschige. Ja. Das muss nach außen. Die Leute, die sagen, die reißen mir ständig. Die haben das Ding verkehrt rum. Oder die Frau ist total trocken. Ihr Schwanz ist so groß. Also schaut doch mal, wie man da... Sieht aber jetzt echt nicht so groß aus. Wir sind doch noch nicht fertig. Der Durchschnittspenis des Deutschen ist 14,5 cm. Ich denke, 18 erzählt ihr doch immer. Blödsinn. Mein Freund hat auch eben halt verhütet. Und mit Kondom? Mit Kondom. Mhm. Und der ist dann eben halt mehrmals kaputt gegangen. Das ist auch wieder so die typische Sache, das Kondom gerissen. Danach könnte man vielleicht noch eine Scheidenspülung machen. Gehst du nach jedem zum Arzt und lässt dir die Scheide Nein. ausspülen? Nein, selber den Duschkopf abschrauben und wirklich den auch ausspülen. Gütiger Himmel! Es ist egal, wie alt Sie sind, üben Sie. Aber denken Sie immer dran. Mit Kondom ist es bestimmt eine ganze Spur sicherer. Wenn